Ich bin beeindruckt. Ist schön. Haltet euch von Gallis fern, denn dort sitzen noch Nekromanten. Fürchterlich. So könnt ihr die Abenteurer, die Ausgezeichneter ignorieren, den Weg entlang schicken und ihnen noch das Beste wünschen. Ich glaube, die halten das keine 3 Tage durch. Was war das denn? Jetzt nennen die schon unsere Handwerker Abenteurer. Lass sie doch. Der Hand. Wenn sie das Dorf wieder aufbauen und urbar machen, dann kann das allen nur zum Glücke verhelfen. Das stimmt wohl. Ich hoffe nur, dass da nicht noch irgendwelche magischen Wirkungen im Boden dieses Dorfes versteckt sind. Aber ihr müsst wissen, Satuaria ist doch eine Tochter von Su und sie hat eben so diese Erdverbundenheit und Fruchtbarkeit ist ihr genauso wichtig wie Su. Das heißt, dort werden die Felder auch gut gedeihen. Ja, der Ort hatte eine durchaus positive Ausstrahlung. Ihr müsst mir mehr über diese Göttin erzählen. Ich kenne sie wirklich kaum. Ich hatte früher immer angenommen, dass es irgendwie dem Spektrum der Zar zugeordnet wurde. Manchmal sieht man so Ei-Darstellungen. Nein. Nun, wir sollten sie vielleicht nicht als Göttin bezeichnen, aber sie ist sicherlich eine mächtige Unsterbliche. Und sie kommt beispielsweise in der Leftans-Sage vor. Ihr kennt sicher diese Geschichte, dass Leftan eine Unsterbliche vergewaltigt habe? Ja, tatsächlich. Nun, das ist also diese Satuaria. Nun, und die Hexen haben eine besonders enge Beziehung zu ihr und über Eck wohl auch zu Leftan. Und es ist eine Tochter Sumus, also so etwas Ähnliches wie die Gigantinnen? Ja, das könnte man so sagen. Wir haben ja vor einiger Zeit, als wir dieses Fest gefeiert haben, zu Ehren von Sukamor, auch schon mit einer Gigantin zu tun gehabt. Die dann später, laut euren Sagen, zum Schwert geworden ist. Ja, von Chor geführt. Genau. In den Thulaminenlanden nannte man sie früher auch Ataria, aber dort hatte sie etwas andere Aspekte. Deswegen habe ich sie auch nicht sofort mit jener in Verbindung gebracht, die die Hexen anbieten. Dort war sie hatte noch einige Jagdaspekte, die nicht so sehr an Zar erinnern. Aber als wir in dieses Dorf kamen, ihr habt recht, man fühlte sich wie im Garten von einem Zar-Tempel. Auch dass jetzt im Winter dort die Bäume blühen und die Felder Früchte tragen. Das, ja, erinnert doch sehr an die Wunder der jungen Göttin. Nun ja, wenn es eine Tochter Sumus ist, dann ist es wahrscheinlich nicht allzu verkehrt, ihr positive Aspekte beizumessen, wenn man sie auch nicht unbedingt verehren muss. Zudem man sie mit Hexen in Verbindung bringt. Ja, gut, aber die Hexen haben ja letztlich auch nur alles von den Geoden gelernt. Also, was? Genau, wirklich? Natürlich. So sagt ihr immer. Jeder hat von den Geoden gelernt, anscheinend. Ja, wir sind die älteste Magietradition hier. Ich glaube, Alariel hat gerade die Augen verdreht. Leider können wir das nicht sehen. Sie nahm es nicht so besonders gut auf, als Boltax ihr mitteilte, dass sie ja auch alles nur von den Geoden gelernt hätten. Ja, das ist ja auch so. Das mit den Tieren, die Hexen haben, das ist bei uns Geoden ja auch so. Ihr habt alle diesen wunderbaren Hund. Ja, natürlich. Erinnert ihr euch nicht, als wir im Schlund waren? Natürlich. Ich dachte, ihr hättet einfach nur ein Haustier. Nein, das ist viel mehr. Ein sehr schöner Hund, kein Eisbär, wie Mira, aber ein sehr schöner Hund. Warum habt ihr kein Tier? Naja, das mit dem Tier ist so eine Sache. Was wird denn jetzt aus ihrem armen Kätzchen? Das Kätzchen wird gar nicht so arm sein. Das hatte bestimmt die gleiche Grundeinstellung wie sie. Am Ende des Tages erreicht ihr komplett durchgefroren Arvesheim. Eine Siedlung ehemals 52 Einwohner, zumindest ist dies noch auf dem Schild verzeichnet. Station an der Reichsstraße, vielleicht vor allem auch für die Beilunker Reiter, die mittlerweile aber ausgezogen sind. Könnt ihr mir ein kleines Gasthaus vorfinden? Gastwirtschaft, eine Brauerei hier, wo das
Arvesheimer ja, Bier gebraut wird, was ihr auch schon vor einigen vielen Monaten probiert hattet, was euch nicht ganz so gut geschmeckt hatte. Aber wenn ihr das Gasthaus betretet, könnt ihr erkennen, dass sich hier mehrere Personen aufhalten, die leicht von Interesse sind. Zumindest könnt ihr eine hochgeweitetes SOD erkennen, die hier an einer großen Karte steht, vor sich ein großer Tisch aufgebaut, einige andere Strategen, die um sie herum aufgebaut sind, so dass sie das Gasthaus so ein bisschen in Beschlag haben. Könnt euch noch überlegen, was ihr mit den beiden Hexen macht, die ja ebenso auf den Pferden mitgeritten sind. Aber es gäbe auf alle Fälle noch Platz für euch in diesem Gasthaus. Und eine weitere Person, die etwas abseits sitzt, die hat sich da wohl ein bisschen den Gastraum so ja, für Schlag genommen. Und ja, wie gesagt, auf Entfernung sitzt eine weitere Person, komplett in Grau gewandet mit einem Magierstab neben sich. Ja, ich betrete das Gasthaus erst einmal und grüße die Anwesenden mit einem Kopfnicken und einem die Zwölfe zum Gruße. Was mit euch? Wer sagt das? Der Magier? Nee, die Hochgeweihte, das SOD. Schwarze, lange Haare, oh, wenn du sie dir jetzt nochmal ein zweites Mal anblickst, stellst du tatsächlich fest, sie könnte Amidisch sein, von der Begrüßung her sogar eine Maraskanerin, ja. Euer Ehrwürden, wie schön euch hier zu treffen, eine Bastion der Draconita. Ja, Dorothea Schlangentochter, guten Tag. Kannst sehen, dass sie auch trotz der unruhigen Zeiten geschminkt ist und ja, wie gesagt, neben ihr ein weiterer Stratege, der da von der Karte aufschaut und die erstmal zusammenrollt, wenn du dann das ganze Szenario so betrittst. Ja, was können wir für euch tun? Pfeile des Lichts. Und nun, ein Pfeil des Lichts. Ja. Und wen habt ihr da bei euch? Eine seltsame Truppe. Allerdings, kommt doch herein, stellt euch vor. Sulamin al-Shabra, Geweihte der schönen Göttin. Hat gegrüßt. Ankosch zum Gruße, ich bin Boltax. Habt ihr zufällig ein bisschen Bier da? Stimmt, aber ich bin nicht diejenige, die ausschenkt. Müsst ihr mit dem Wirt sprechen. Sehr gut. Statt Nanus zum Gruße, Abelmir Yamorinis. Adeptus Major der linken Hand. Also sie schlägt doch gleich ein kleines Büchlein auf und notiert sich den Namen. Was hatte ich mit ihren lilanen Augen? Sulamin, jetzt geht doch mal zur Seite. Mira kommt doch gar nicht rein. Schatz, komm rein. Ja, ne. Dir ist zwar nicht kalt, aber du kommst jetzt mit rein. Na, ich bin natürlich nicht. Ein Firun-Geweihter? Nein, ich bin ein Chor-Geweihter, aber das ist mein Bär und den fasst ihr nicht an. Nein, hab ich auch nicht vor. Sehr gut. Was macht ihr mit der Hexe oder mit den Hexen? Die da ist für Isarun und die da macht unseren Kräutergarten. Wir haben einen Garten. Wir würden die mitnehmen, weil die Hexe wollen wir nicht aus den Augen lassen und unsere zukünftige Gärtnerin soll es auch warm haben. Ja. Wir können sehen, wie ihre Feder über die Pergamente vor ihr haschen, das kleine Notiz rein. Und sie hat es stenografiert. Boltax, hast du schon nach Bier gefragt? Ja, gib Bier beim Wirt. Ah, super. Wir gehen mal zum Wirt. Ihr könnt euch ja mit der Schlangenfrau unterhalten, Schlangentochter unterhalten. Die Geografen, oder? In der Tat. Ja, man hört das schon einiges von euch. Ich hoffe, ein gutes. Wo soll ich dir die Hexe hinpacken, Lisaun? Einfach da auf die Bank? Ja, da in die Ecke. Behaltet sie ein bisschen im Auge. Eine Hexe? Ja, die haben wir gefangen genommen. Herzlichen Glück. Danke. Oh, danke schön. Sie. Irgendwas toll. Alariel, Nachtschimmer oder so. Nicht wahr? Nachtschatten. Ich dachte irgendwas mit Tochter. Was verschafft uns denn das Vergnügen dieser Begegnung? Fragen, was ihr vergehen ist? Sie hat mehrere Leute verzaubert gegen ihren Willen, unter anderem auch die Raya-Geweihte. Sie hat ein ganzes Dorf unter ihre Herrschaft gebracht und naja, ich glaube, das ist gegen das Gesetz. Ich weiß es nicht, ich bin kein menschlicher Gesetzesgelehrter,
Aber wer einen Zwergen verzaubern will, das ist schon ziemlich blöd. Sie verschlüsselt. Magisch verursachte Sklaverei. Sie versucht zahlreiche Delikte gegen den Codex Albiricus. Ja, schrecklich. In der Tat. Ich träume mit diesen Augen. Und was tut ihr hier? Nun, wir katalogisieren neue Wildermark, so wie sie aktuell genannt wird. Auch wenn mir dieser Name nicht ganz zuträglich ist, aber nennen wir die Dinge so, wie sie sind. Ich protokolliere, wie gesagt, die Missstände hier. Das ist eine Mammutaufgabe. Was ist das? Überall um uns herum sitzen selbsternannte Kriegsfürsten. Vor allem der im Süden macht Probleme. Wir haben von einem Zauberer, der dort auf der Bank sitzt, eben gerade davon gehört. Kann er vielleicht selbst berichten, solltet ihr die Freigabe dazu haben. Oder ich berichte euch davon. Zug für die Hexe. Kann sie für euch verfahren, für das Reich. Oh, das wird nicht nötig sein. Wir sind ohnehin auf dem Weg nach Gareth. Dort wird man besser über sie richten können. Und wie gesagt, als verlängerter Arm der kämpferischen, kriegerischen Sindekirche kann ich ebenso über sie richten. Eine Preiosgeweihte. Aber Isarun will's machen. Und wenn Isarun das will, dann machen wir das so. Aber eine juristische Ausbildung. Von welchem verfüge ich sicher aus? Von welchem Kriegsfürsten spracht ihr denn gerade? Der im Süden? Ja. Aureus, ein finsterer Nekromant. Oh. Schockierend. Sind überall dieser Tage, nicht wahr? Ja, aber er ist besonders mächtig. Ich sagte, wir haben gerade den ganzen Tag über die finsteren Berichte von Marken dem Wanderer von ihm bekommen. Seid ihr sicher, dass ihr Alariel Nachtschimmer nicht bei uns lassen wollt? Was ist dieser uns Gefangene? Vielen Dank für das Angebot, aber mit so einer Hexe werden wir wohl fertig. So, Achtung, hier kommt das Bier. Einmal bitte durchlassen. Hier, Afim. Für dich? Also, kein Pilzbier, aber... Nein, leider nicht. Nein. Naja. Was will man erwarten? Ja. Also behalten wir die Hexe jetzt, Isarun. Wir behalten die Hexe und wir behalten die Kräuterfrau. Das finde ich gut. Dann könnten wir nämlich bei Drückeberger schön erzählen, dass ich die Hexe gefangen habe. Jetzt werdet ihr wohl mal aufhören, ihn immer Drückeberger zu nennen. Ja. Er hat schon so viel geleistet. Das könnt ihr mal langsam anerkennen. Ja, aber nicht für die Zwerge. Ach, es kommt doch nicht nur auf die Zwerge an. Auf deren leben doch nicht nur Zwerge. Naja, aber unter deren. Seht ihr, meine Witze sind fast genauso gut wie die vom Hochkönig. Ja, ich lach trotzdem nicht. Oh, das ist bedauernswert. Mhm. Ah. Euch fehlt vermutlich das Bier. Ja, Isarun, nimmt einen Schluck von mir. Ich hab hier doch schon mal dieses Bier getrunken. Ja, es ist auch nicht besser geworden, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja, je. Nun, euer Ehrwürden, wir können euch gerne berichten, was wir bisher auf unseren Reisen gefunden haben, hier durch diese Wildermark. Gerne. Wollt ihr euch nicht erstmal um eure Gefangene kümmern? Die sitzt da, da sitzt ein Eisbär vor. Was soll die machen? Essen, trinken. Wenn ihr sie gefangen genommen habt, dann seid ihr auch verpflichtet, nach den Kriegsgefangenenstatuten sie zu verpflegen. Machen wir doch. Das werden wir nicht vernachlässigen. Gut, ansonsten müsste ich diesen Missstand protokollieren. Und das wollt ihr nicht. Da habe ich echt Angst vor. Euer Ehrwürden, ihr könnt gerne protokollieren, was ihr möchtet. Das steht euch frei. Ihr seid hier im Namen der Draconiter, ihr sammelt Informationen. Wenn dies eine relevante Information für euren Orden ist, dann protokolliert dies. Aber ich werde meine Gefangene so behandeln, wie ich es für richtig halte, denn ich habe ebenfalls eine juristische Ausbildung erhalten und weiß, was ich tue. Gräfin Spogel, dass man euch so etwas unterwirft oder protokolliert, dass ihr das Gesetze nicht ehren würdet. Fatal. Das würde auch nicht der Wahrheit entsprechen. Und dieser sind wir verpflichtet. Glaube mir, ist das so, wie man sich in deiner Heimat duelliert? Ähnlich, aber mehr mit Worten statt mit Protokollen. Ich wollte nur wissen, ob wir warten müssen, bis sie sich umbringt, um zu feiern.
Ich denke, ein derartiges Duell ist hier nicht vonnöten. Ich denke, es ist noch nicht zu früh, um zu applaudieren. Wird hochgeweiht, euer Gnaden. Vielleicht könntet ihr den Markus zu uns hinzubitten, damit er uns aus erster Hand von den Berichten von diesem Nekromanten erstattet. Soll ich doch selbst zu ihm. Ja, das ist eine gute Idee. Wie war sein Name? Markim der Wanderer? Marken der Wanderer. Ich setze mich zu ihm. Ja, ich passe so lange auf die Hexe auf und fütter die. Danke, Rafim. Kein Problem, mit Magen habe ich es eh nicht so. Vor dir sitzt ein älterer Herr mit grauem, langem Bart, genannt so wie der Codex Albiric uns erwartet, ein langer grauer Schlapphut und eine graue Robe. Magierstab neben ihm entdeckt dir zu. Raucht mit seiner Pfeife. Ach, guten Abend. Der Stunde noch Boro zum Gruß. Nanda zum Gruße. Angwurst zum Gruße. Ihr seid zum Gruße, Kollege. Ja, was führt euch hierher? Ihr müsst die Hochgeweihte des SOD entschuldigen. Ihr Tag war nicht so erquicklich. Was mich hierher führt, Eldermark. Ziehe umher und um mir an, was es hier so gibt. Dürfte ich fragen, von welcher Akademie ihr stammt? Sicherlich dürftet ihr das, aber so soll ich nicht sagen, oder? Nein. Es hätte mir nur einen Aufschluss darüber gegeben, was euer Spezialgebiet bzw. Forschungsgebiet ist. Diese Magie. Ich glaube, damit sollte klar sein, woher ich komme, oder? Jetzt zwinkert ihr wieder zu. Ah, das schöne Belhanka. Zwinkert ihr wieder zu. Und lest ihr einen perfekten Rauch zu. Nun, wo wart ihr denn schon überall? Ja, das ist der Grund für die Laune. Ihr müsst sie, wie gesagt, entschuldigen. Ja, Schlangentochter, ich war in zwei Mühlen. Gräflich zwei Mühlen. Es gibt mehrere zwei Mühlen hier. Skelette auf den Feldern, man mag es nicht glauben. Habt ihr sie gesehen? Ich komme gerade von dort. Also, sie haben sich aus den Äckern ausgegraben? Die Bevölkerung von zwei Mühlen hat sie selbst ausgegraben. Was? Wieso denn das? Sind die verrückt geworden? Stehen dem finsteren Nekrorius. Ein Nekromant von einer Macht, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Also ein Nekromant, der sich selbst Nekrorius nennt, kann nicht besonders einfallsreich sein. Das ist wirklich einer der dümmsten Namen, die ich jemals gehört habe. Aber gut. Lächelt. Manchmal sucht man sich diese Namen ja auch nicht aus, sondern sie werden einem gegeben. Wisst ihr, wem er untersteht? Er hat keinen Herrn. Er tut, was er will. Einer dieser Kriegsfürsten. Wisst ihr, er hat das Arcanum in seinem Besitz. Deswegen ist das... So. Woher wisst ihr das? Ihr habt mit ihm gesprochen? Selbst nicht. Er ist eigentlich so oft in seinen Kellern. Mystische Rituale oder so etwas. In den Kellern der Grafenburg. Wie gehörte einst Svanja, glaube ich. Wir kannten die Gräfin von zwei Mühlen. Ist der interessant. Nun ja, wie viel in der Schlacht. Er bietet dir mittlerweile seine Pfeife an. Oh, vielen Dank. Was, zwei Tabak, Mitumisa? Belhankana. Nun, ja, man muss nehmen, was man kriegen kann in diesen Zeiten, nicht wahr? Und schmaugt dann mal dran. Würfel mal eine Zechenprobe. Oh Gott. Mann von Kultur. Kann ich euch sonst noch helfen? Habt ihr zu Svanja? Zu Svanja? Nein. Also zumindest keine. Du warst schon zwei Mühlen? Das war noch bevor das Untotenheer hier durchkam. Tatsächlich waren wir hier auf einer Reise, um die Bevölkerung zu warnen, dass diese Armee im Anrücken war. Und wir befanden uns auch in Gräflich zwei Mühlen. Wir waren sogar kurzzeitig im Schloss. Verzeiht mir, dass ich gelauscht habe. Das ist korrekt. Das ist spannend. Satina hat einiges für uns in der Hinterhand. Hier euer Pfeife wieder zurück. Ein etwas gewöhnungsbedürftiges Kraut. Oh, aber ich habe Ilmblatt dabei. Bietet die Pfeife den anderen an. Ihr solltet davon nicht etwas nehmen.
ist etwas stark und streng. Verzeiht mir diesen Ausdruck. Aber ja. Ja, ich würde die Pfeife nehmen. Oh. Geht doch. Das umspielt ja den Rachen förmlich. Aber mir, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Nun, ich bin etwas anderes gewöhnt. Etwas feinerer Geschmack. Gut, Herr Wanderer, möchtet ihr vielleicht etwas Irrenblatt? Könnt ihr da etwas Wunderbares beimischen? Nein, verzeiht, ich brauche einen klaren Geist. Zwinkert ihr wieder zu, lächelt freundlich, reicht sich durch seinen Bart. Und ihr seid jetzt unterwegs mit einer Hexe, habe ich gehört? Das ist richtig, die Hexe muss der Gerechtigkeit zugeführt werden. In Gareth, ja? Ja. Da hört sie hin. Kommt woher? Aus Weidmannhus? Ist nördlich von zwei Mühlen, oder? Genau, entlang der Reichsstraße nach Osten. Ja. Und das nicht mehr da ist, wenn ihr sie hier habt und zwei Mühlen. Weidmannhus ist jetzt verlassen, ja? Nein, wir haben da sehr kompetente Leute hingeschickt, die sich um Weidmannhus kümmern. Mhm, die Bohlenburger Hand. Genau. Ich schieb Iso immer so kleinen Zettel zu. Aha, ja. Also gut. Wo habt ihr vor, hinzugehen? Bitte? Wo habt ihr vor, in nächster Zeit hinzugehen, wenn ich fragen darf? So. Immer auf der Reise. Aber es ist spät. Ich musste die ganze Zeit der guten Purothea meine Auskundschaft geben. Zurückziehen nach oben auf mein Zimmer. Geht euch zu und schiebt euch noch ein letztes Mal die Pfeife rüber, lässt sie dann tatsächlich auch liegen. Was dann Boltax streicht sich nochmal seine Robe glatt, zieht nochmal seinen grauen Hut zurecht, geht dann die Treppe nach oben. Ja, sobald er oben ist, mische ich ein bisschen Irrenblatt rein. Ihr solltet diesen Tabak nicht rauchen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Er kommt nicht aus Belhanka, dieser Tabak, und ich fürchte, er ebenfalls nicht. Ja, er schien sehr interessiert an Weidmannshus zu sein. Nicht wahr? Ja. Durchaus. Hätte ich ihm in die Gedanken blicken sollen? Was meint ihr? Naja, unerlaubtes Gedankenlesen ist natürlich nicht... das geht nicht. Wir können ihn wohl mal astral untersuchen. Ich habe schon darüber nachgedacht, aber mir, als ihr mir den Hinweis gegeben habt, aber dann stand er schon schnell wieder auf. Vielleicht ist es nur mein Misstrauen, aber ich weiß nicht. Ich nenne das Paranoia, aber ich traue ihm nicht. Nun, ich denke, mit einem Okulus sollten sich uns einige Dinge erschließen. Oh, ich gehe mal nach draußen. Ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, ich würde mich mal um Zimmer kümmern, dass wir irgendwo heute Nacht unterkommen können und mich dabei auch erkundigen, in welchem Zimmer die Hochgeweihte, der Drakoniter und der Magier schlafen. Es gibt aktuell 6 Zimmer und ein großes Zimmer für mehrere Leute. Und 1 und 2 gehören dann SOD, die sind schon seit einigen Tagen. Und der andere hat wohl nur einen Tag bezahlt und das sind dann 3. Entsprechend könntet ihr die restlichen Zimmer nehmen, müsstet euch dann entweder quetschen oder aber in dem großen Schlafsaal dann... Ich denke, da nehmen wir den Schlafsaal, weil wir haben ja die beiden Damen noch mit. Ja, könnt ihr dann für ein bisschen mehr Aufpreis dann alle Betten bestellen und dann dafür sorgen, dass kein anderer mehr mit dazukommt. Möglich ist, weil viele Reisende gibt es in der Wildermark ansonsten nicht, außer einigen verwegenen Abenteurern, die ihr Glück versuchen, aber das sind nicht allzu viele. Das heißt, der Magier, der hat jetzt nur für diese eine Nacht bezahlt. Abelmir, was meinst du, sollen wir nochmal mit ihm das Gespräch suchen? Wie wäre es, wenn wir heute Nacht in sein Zimmer eindringen und ihn unauffällig untersuchen, magisch?
In sein Zimmer eindringen? Das geht doch nicht. Natürlich geht das. Nein, das gehört sich nicht. Wollt ihr mir jetzt wirklich mit den Vorschriften der Weißen Gilde kommen? Ich will euch damit kommen, dass man auch vielleicht mit Höflichkeit und einer Bitte um ein Gespräch weiterkommen kann, anstatt nur mit Einbruch. Na gut, probieren wir es auf eurer Methode. Gut, dann folgt mir doch nach oben. Wir werden einfach mal versuchen zu klopfen und höflich zu sein. Ich klopfe, ihr seid höflich. Jörg, als du nach draußen an die Tür trittst, hey, mittlerweile dir bis zu den Knöcheln reichend. Ja, ich würde einmal ums Haus herumgehen. Mal gucken, ob hier irgendwelche Spuren im Schnee sind. Was genau suchst du? Ja, irgendwas, das vom Haus eventuell wegführt. Also vielleicht, dass jemand aus dem Fenster rausgesprungen ist und sich dann eiligst. Spurensuche im Schnee ist nicht so hoch, aber ich gebe dir mal eine Spuren minus 5. Okay, alles klar. Spurensuche. Guckst dich um und dir fällt auf, dass der Schnee sehr unberührt ist. Gerade wenn du um das Gasthaus herum guckst. Mhm. Draußen vor den, kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie weit du gehen möchtest, aber wenn du dich um das Gasthaus selbst herum bewegst, fällt dir auf, dass es dort nichts gibt. Draußen dafür umso mehr, vor allem aus dem Serdenwald, viele, das werden sicherlich Untote sein, kannst du vermuten, die des Nachtens gegangen sind und noch nicht über den Tagesschnee hat sich die Spuren noch nicht drüber gelegt, aber zu viele, die dann auch an die Palisaden Wellen gekratzt haben. Das Phänomen ist ja natürlich schon bekannt. Ja. Vor allem dann auch aus der Warunkei. Aber wenn du das Gasthaus nochmal näher untersuchst und nach den Spuren guckst, kannst du sehen, dass oben am Fenster es geöffnet ist und dir ein Rabe zusieht. Wo denn? Genau, oder? Auf den Raben. Chris. Ja. Der Rabe zwinkert dir zu und fliegt weg. Das ist magisch.